dieses Lied von meiner Playlist runterschmeißen, weil der ein oder andere weiß, warum dieser Reifen 4 Farben hat. Also im Prinzip 5 mit der Grundfarbe. Lila steht für mich, weil ich, naja, weil lila meine Lieblingsfarbe ist. die 4 Farben auf dem Reifen bedeuten einmal Wut, einmal Freude, einmal Angst und einmal Trauer. Und bei diesem Lied, was wir gerade gehört haben, Geile Zeit von Juli, da denke ich immer ja, an meine Mutter. für die, die mir nicht folgen, die vielleicht gerade dazugekommen sind oder die mir nicht auf Instagram folgen, die können es auch nicht wissen. Meine Mutter ist gestorben, als ich 13 war, am zweiten Weihnachtsfeiertag bei einem Autounfall. Und ich war die Letzte, die sie gesehen hat. Also kurze Erklärung, meine Mutter wurde am Rücken operiert, hätte nicht Auto fahren dürfen, hat sie mit meinem Stiefvater gestritten. Und meine Mutter war halt so, wenn sie, ja, wenn sie emotional war, sauer, traurig, was auch immer, dann ist sie halt immer ins Auto gestiegen und ist losgefahren. Ja, ich weiß, dass es ein Unfall war mittlerweile, und aber dieses Lied ist einfach immer dieser kleine Teil in mir. Entschuldigung, wenn ich jetzt emotional werde, aber das passiert halt. Und dafür ist halt der Reifen auch gut. Früher habe ich die Emotionen, die jetzt rauskommen, runtergeschluckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, ich habe mich mit Essen betäubt. Ich habe auch, als meine Mutter gestorben ist, hatte sie vorher noch was gebacken. Und ich habe ja, an dem Abend, andere Leute, wenn sie traurig sind, essen nicht. Und ich habe an dem Abend all diese Dinge aufgegessen. Weil, ja, ich das Gefühl hatte, sie dann halt bei mir zu haben. Und ich glaube, dass genau dieser Punkt mich durch mein ganzes weiteres Leben begleitet hat. Jedes Mal, ja, wenn es mir nicht gut ging, wenn ich traurig war, wenn ich sauer war, wenn egal was, habe ich immer, ja, die, wie soll ich das sagen, die Stütze im Essen gesucht. Ja, und aber um auf den Punkt zu kommen, in dieser Song erinnert mich halt immer daran, ja, dass ich halt die Letzte war, die sie gesehen hat, die ihr nochmal gesagt hat, ja, bis dann. Oder ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, keine Ahnung. Aber ich war halt die Letzte, die sie hat ins Auto einsteigen sehen. Und ja, so manchmal denke ich mir halt, hätte ich doch gesagt, nee, fahr nicht, steig nicht ins Auto ein. Ich meine, ich weiß, dass sie wahrscheinlich nicht darauf gehört hätte, aber ich habe es ja nicht versucht. Und dieses Hey, es tut mir leid in diesem Song, ja, erinnert mich halt immer daran. Ja, deshalb kurze Erklärung zu diesem Ausbruch. Und das ist eigentlich das, was ich damit sagen möchte. Für mich ist Hula Hoop nicht, ich muss abnehmen, ich muss schlank werden, ich muss möglichst viele Kalorien verbrennen, ich muss keine Ahnung was tun, sondern Hula Hoop ist für mich Balsam für die Seele. Also es klingt total bescheuert und wahrscheinlich, anfangs war es bei mir auch nicht so. Anfangs habe ich meinen Reifen gehasst, diesen da. Aber dieser Reifen ist halt einfach da. Er ist da, er ist immer da und er bringt mich wieder zu mir. Also es ist auch das, wenn ich hier stehe, also ob ich jetzt mit euch hier Hula Hoop mache oder alleine. Ich bin für mich. Ich mache das für mich. Für mich, weil es mir gut tut. Und nicht, um gegen meinen Körper zu arbeiten, was viele ja machen. Viele machen das ja, weil sie ihren Körper unbedingt verändern wollen, weil sie unbedingt anders aussehen wollen. Das will ich nicht mehr. Ich will einfach mich fühlen. Ich möchte meinen Körper fühlen. Ich möchte fühlen, dass ich da bin. Ich möchte einfach glücklich sein. Und das funktioniert. Funktioniert eigentlich die meiste Zeit ganz gut, bis auf ab und an dieser kleinen emotionalen Ausreißer. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Also lasst das raus. Lasst es raus. Lasst einfach, was wollte ich sagen? Danke für die Herzen, danke. Ich möchte damit einfach sagen, dass ihr nicht alleine seid und dass auch, wenn man
ja, wenn man Scheiße im Leben erlebt hat, dass man halt trotzdem glücklich sein kann. An manchen Tagen mehr, an anderen Tagen weniger, aber auch das ist völlig okay.